Hallo, willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video betrachten wir Planungsprinzipien. Und zwar werden wir uns anschauen, top-down, bottom-up und in einem späteren Video noch die rollierende oder rollende Planung, die modernste Form der Planung. Zunächst mal top-down. Top-down und bottom-up geht beides, beide Planungsprinzipien gehen von einer Hierarchie aus. Das heißt, wir haben ein Oben und ein Unten. Wir haben eine Geschäftsführer, eine Leitungsebene und eine operative, also ausführende Ebene in beiden Fällen, top-down und bottom-up. Und was heißt das nun? Top-down bedeutet von oben top, down unten. Von oben nach unten werden die Planungsleitlinien, vor allem das Budget als wesentliches, top-down vorgegeben. Das Budget, die Ziele natürlich vorneweg, werden alle vorgegeben top-down. Und hier unten gibt es keine Möglichkeit, Ziele oder Budget zu verändern. Das ist von oben so vorgegeben. Die Geschäftsführung erwartet die Umsetzung des Projektes im Rahmen dieser Ziele und dieses Budgets. Bottom-up ist anders. Bottom-up ist genau die umgekehrte Dynamik. Top-down, da geht der Pfeil von oben nach unten. Bottom-up, da gehen die Pfeile von unten nach oben. Denn bottom-up bedeutet, dass jede Teileinheit des Projektes, Sie sehen, hier wird hier unten die operative Ebene als Einheit betrachtet, deswegen habe ich hier ein Kästchen gemalt. Hier haben wir verschiedene Teileinheiten des Projektes. Jede Teileinheit des Projektes meldet zunächst mal das Budget und vielleicht auch den Zeitrahmen nach oben. Hier oben auf der Geschäftsführerebene wird das Ganze koordiniert. Das ist Bottom-up. Jetzt bedeutet das aber wesentlich, dass aus Bottom-up dann wieder ein Top-down wird, wenn nämlich die Geschäftsführung sagt, wenn die mal aufaddieren hier die einzelnen Budgetvorstellungen und dann sagen zu viel, dann wird aus dem Bottom-up wieder ein Top-down und manchmal geht das dann mehrfach hin und her. Ja, das heißt, wenn man Bottom-up anfängt und die Geschäftsführung nicht sofort einverstanden ist, weil das Budget schlicht zu hoch ist, zum Beispiel für das Projekt, oder der Zeitrahmen nicht akzeptabel, wird aus Bottom-up sehr schnell ein mehrstufiger Abstimmungsprozess. Das heißt, wenn man Bottom-up anfängt, dann ist das in der Regel zeitaufwendiger als Top-Down. Top-Down wird von oben nach unten vorgegeben, muss so gemacht werden. Da gibt es auch keine Diskussion. Bottom-Up initiiert in aller Regel eine Diskussion. Okay, das war's schon wieder. Damit haben wir die wesentlichen Elemente dieser beiden Planungsprinzipien erfasst. Und schauen Sie, wenn Sie mehr wollen, schauen Sie unter spaßleindenk-shop.de Video-Coachings, die Ihnen das Studium der Betriebswirtschaftslehre wesentlich erleichtern können. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.